Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich bin mitten im Training. Ihr reißt mich mitten aus dem Training. Wie man sieht, ich schwitze und wie man sieht, ich habe ein bisschen Pump. Seht ihr doch, oder? Heute geht es um ein Thema aus gegebenen Anlass und zwar den Muskel mal verwirren. Das impliziert vor allem zwei Trainingslehren. Zum einen die Trainingslehre, die der eine oder andere von euch schon mal gehört hat, dass man den Muskel schocken muss. Das macht man auf viele Arten, vor allem Anpassungsarten. Der Muskel gewöhnt sich an bestimmte Sachen, bestimmte Reize, bestimmte Kraftleistungen und dergleichen. Und eine Anpassung kennt ihr alle, das Gewicht steigern. Auch das ist schon ein minimaler Schock. Wenn auch nur bedingt, denn eure Muskeln wachsen. Ihr habt 6 Wiederholungen vorher vielleicht mal irgendwann mit 60 Kilo Bankdrücken gemacht, danach 6 Wiederholungen mit 70, 6 Wiederholungen mit 80. Irgendwo für euren Körper das Gleiche, nicht, oder für eure Muskeln das Gleiche, nicht unbedingt für euren Körper, Sehnen, Gelenke, zentrales Nervensystem und so weiter. Aber das ist schon mal eine minimale Anpassung. Den Trainingsplan ändern, manchmal den Split ändern, die Übungen durchwechseln. All das sind Dinge, wie ihr den Muskel zwischendurch verwirrt. Aber meistens periodisierend, in einem Makrozyklus, heißt auf längere Zeit. Da kommt irgendwann der Übergang und dann trainiert ihr für 4 Wochen mindestens, die meisten von euch sicherlich 6, 8 Wochen, viele sogar Monate, den gleichen Plan. Und dann wechselt man mal wieder. Jetzt kommt die zweite Lehre rein. Nicht den Muskel einfach nur schocken und zwischendurch verwirren, sondern Konstanz. Und auch das habe ich gerade schon so ein bisschen mit erwähnt. Ihr habt einen Trainingsplan über längere Zeit. Und das macht absolut Sinn. So seht ihr, wo ihr Krafterfolge habt. So merkt ihr auch, dass ihr bestimmte Übungen langsam verbessert. Also ihr könnt sie dadurch nicht nur lernen, sondern wenn ihr auch schon fortgeschritten seid, kann der Körper lernen, mit dieser Übung umzugehen und genau in dieser Muskulatur Kraft zu entwickeln. Wenn ihr also immer den Trainingsplan wechselt, jedes Mal und spontan seid, ihr könnt den Muskel schocken, ja. Ich persönlich glaube aber, dass diese Konstanz dem Körper fehlt und dann so ein Umschichtungsprinzip kommt. Ein paar kleine Hilfsmuskeln baut er wieder ab, die anderen wieder auf und so weiter. Aber da ist keine Konstanz drin und ihr könnt euch auch nicht konstant in den Übungen steigern und die Kraft steigern. Deswegen konstant sein. Den Trainingsplan mal für mindestens 4 Wochen machen. Aber 3 Monate, 4 Monate sollte nicht selten sein. Und dann mal wieder switchen für die Verwirrung und Anpassung. Heute geht es darum, wie ihr mal mittendrin den Körper einfach verwirrt. Ihr seid mitten in einem Training, das ihr vielleicht schon seit 4 Wochen macht, 5, 6. Ihr wollt es auch nicht ändern. Es macht Spaß, obwohl das nicht das Wichtigste ist, das wissen wir. Und ihr habt Erfolge, die auch noch weiter nach oben gehen. Es macht einfach noch Sinn, dieses Training. Aber zwischendurch könnt ihr mal einen Gegenreiz setzen. Ihr macht mittendrin mal eine Trainingseinheit, die anders ist. Eine Trainingseinheit mit ganz anderen Übungen, auf die ihr an dem Tag mal Lust habt. Eine Trainingseinheit, wo ihr mal sehr viel Supersätze reinbaut oder von niedrigen Wiederholungen, die ihr sonst regulär im Training habt, auf einmal auf viele Wiederholungen geht. Nur für eine Einheit, aber die heißt auch richtig auspowern. Das ist keine Larifari-Einheit. Die wird wahrscheinlich für mehr Muskelkater sorgen, weil ihr es nicht gewohnt seid. Und danach wieder normal das Training weitermachen. Das ist schon mal das Positive. Ihr schockt den Körper mittendrin. Ihr verwirrt ihn und es kann sein, dass danach plötzlich euer Körper auch wieder etwas mehr aus dem regulären Training zieht. Macht schon mal da Sinn. Jetzt kommt aber eine andere Sache, eine psychologische, und deswegen kam ich heute auf das Thema. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber heute fühle ich nicht den Biss, den Pump, den Reiz wie sonst. Sowas passiert mal. Ich trainiere jetzt schon seit fast wieder 3 Monaten durch. Das hatte ich selten in den letzten Jahren, mal 3 Monate am Stück. Und ich bin absolut motiviert und alles ist gut. Ich bin gerade nicht erkältet, krank, sonst was. Das heißt, wenn ihr euch sowieso nicht gut fühlt an einem Tag, wenn ihr schwach seid, wenn ihr merkt, oh, da könntet ihr was ausbaden, Erkältung, dann sollt ihr auch gar nicht trainieren. Dann lasst es einfach mal sausen und das war's. Aber wenn es einfach nur so ist, dass ihr merkt, heute habe ich nicht die Bestleistung, heute will ich sie nicht einmal unbedingt, dann improvisiert doch, dann nutzt das doch und verwirrt den Körper jetzt mal ein bisschen. Ihr macht einfach mal komplett andere Übungen. Vielleicht habt ihr da Bock drauf, weil ihr jetzt schon seit 4, 5, 6 Mal hintereinander immer die gleichen Plan hattet und der ist auch in Ordnung. Aber jetzt einmal eure Lieblingsübung macht. Tobt euch aus. Benutzt mal völlig andere. Und wenn ihr schon die ganze Zeit 6, 8, 10 Wiederholungen gemacht habt, auch wenn es Bock gemacht hat, jetzt habt ihr vielleicht einmal Lust, so einen richtigen Pump zu bekommen. 15 Wiederholungen, 20 Wiederholungen und so weiter. Macht das. Macht mal einfach Klimmzüge bis zum Ende oder so. Eine Einheit, wo ihr einfach nur das macht, worauf ihr Bock habt, aber natürlich eine ernste Einheit.
Und auch da, ihr habt euch über den Tag hinweg geholfen und ab morgen wird es wieder gut sein. Ihr habt wieder genug Wasser getankt, woran es auch immer liegt, dass ich heute so bin. Ich mache jetzt mal ganz andere Übungen, auf die ich einfach Lust habe, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Und beim nächsten Mal geht der normale Plan weiter. Macht das mal ab und zu, legt es einfach mal ein. Es gibt viele von euch, die sogar eine starke Routine haben, das lese ich immer wieder raus. Vor allem diejenigen, die schon sehr lange trainieren, die wirklich immer das Gleiche machen. Ich weiß, ihr kennt das mittlerweile. Ihr trainiert seit 20, 30, teilweise seit 40 Jahren. Ja, solche Leute gibt es hier in der Community. Aber macht mal mittendrin einmal was anderes. Noch ein positiver Nebeneffekt. Vielleicht entdeckt ihr etwas, was ihr sonst nicht entdecken würdet. Denn den Mut zu haben, von einem bewährten System, und erst recht ihr Alteingesessene, einem ganz bewährten System runterzugehen und das für die nächsten Monate, selbst wenn Son Gotti sowas vorschlägt, fällt vielen schwer. Aber mal nur für einen Tag eine Ausnahme machen und man weiß, man verliert die Gains nicht, man weiß, dass man nicht aus einer Routine rauskommt, es ist eine einzige Einheit. Und da mal was ganz Neues ausprobiert und wer weiß, das ist eben noch ein positiver Nebeneffekt, vielleicht gefällt es euch, vielleicht habt ihr plötzlich eine Bewegung kennengelernt und das habt ihr schon so lange nicht mehr gehabt. Seht mal hier, Lost and Found, sowas kann passieren und ganz plötzlich möchtet ihr dabei bleiben. Für eine Einheit macht es Sinn, für eine Einheit ist das eine Motivation, weil ihr wisst, ihr müsst nicht dabei bleiben, ihr könnt gerne wieder in die Routine zurückfallen. Es gibt so viele Gründe, warum das Sinn macht. Das ist einfach nur ein Video zur Inspiration. Wem so ein Inspirationsvideo, so ein Zwischenkommentar gefällt, lasst es mich wissen. Ansonsten, Daumen nach unten gibt es eh nicht mehr. Abonniert den Kanal, schaut euch mal die anderen Videos an und schreibt fleißig Kommentare. Macht ihr sowas auch mal ab und zu? Bleibt ihr beim Training oder seid ihr welche, die spontan ins Studio kommen und einfach die Maschinen benutzen, die man an dem Tag benutzen möchte? Das war's von mir. Ich trainiere jetzt mal weiter. War schon eine lange genug Pause. Bis bald, euer Gotti.